habe mich so geschämt. Ich habe mein Kind im Stich gelassen. Ich kann das einfach nicht. Vielleicht kannst du einfach hierbleiben, solange bis du was Besseres gefunden hast als die Couch von Max. Okay. Du verlässt jetzt sofort diese Praxis. Ich habe das Gefühl, sie will jetzt noch den Rest meines Lebens zerstören. Ich werde dir helfen, sie wieder loszuwerden. Truth is, though her days are through, there's a part of me that's a part of you. What was colors and looks fade and the layers are new, but I'm not sure if I want us to. Ich bin nach Wiesenkirchen zurückgekommen, um mich nach langer Zeit mit meiner Familie auszusöhnen und um Missverständnisse auszuräumen. Aber für meinen Vater bin ich immer noch nur eine Fremde. Dabei braucht meine Familie mich jetzt. Und ich brauche meine Familie. Mehr denn je. Morgen. Entschuldigung, ich muss da rein. Vor dir. Keine Chance, ich war zuerst da. Ja, aber wenn ich nicht früh genug in der Praxis bin, vor meinem Vater und Fabians Ex, dann ist der Tag im Eimer. Meine auch, wenn ich nicht schnell eine heiße Dusche kriege. Ja, aber zum Glück bist du ja ein Gentleman. Ach, ja? Lukas, hey, Moment, lass mich da rein. Bitte, wenn ich zu spät bin, dann ist wieder kein Behandlungszimmer frei und ich sitze den ganzen Tag bei Resi am Empfang und kann keine Patienten behandeln. Ich beeile mich, versprochen. Jetzt lass mich rein. Ich bin nackt. Das ist mir doch egal. Mach die Tür auf. 5 Minuten. Sorry, dass ich dich die ganze Nacht wach gehalten habe. Hey. Ist doch normal. Ich meine, du hast deine Mom das erste Mal seit 15 Jahren wiedergesehen. Natürlich beschäftigt dich das. Ja, hat sich schon irgendwie seltsam angefühlt, oder? Ja, irgendwie total strange. Ich finde es vor allem seltsam, dass sie angefangen hat zu weinen. Ich meine, schließlich hat sie euch sitzen lassen. Ja, das fand ich auch komisch. Vor allem die Erklärung mit der postpartalen Depression. Wie geht's dir denn damit? Gecheckt habe ich es nicht wirklich. Postpartale Depression. Ausgeprägte emotionale Labilität. Unfähigkeit, positive Gefühle für das eigene Kind zu entwickeln. Aber war sie damals echt so strange? Sie war natürlich nicht begeistert, als sie erfahren hat, dass sie schwanger war. Klar, wir waren total jung. Ich meine, wir waren völlig überfordert und auch geschockt. Aber nur fürs Protokoll. Du warst nicht geplant, aber gewollt. Ja, gut, die Mutterrolle, die konnte sie jetzt nicht so annehmen, aber eine Depression, die hätte ich doch gemerkt. Naja, wir sind zu viele Jahre ohne sie ausgekommen. Dann schaffen wir das jetzt auch, oder? Wenn Bianca schwanger wäre, dann hätte sie es uns schon längst erzählt. Aber so hebelig, wie die gerade ist, hat die den Test noch nicht gemacht. Wieso kauft sie einen Test, wenn sie ihn dann nicht macht? Weil sie Angst hat, dass Julian der Vater ist, du Blitzbirne. Feli, ein Baby ausgerechnet von diesem Typen, der uns die letzten Monate die Hölle heiß gemacht hat. Der Penner hätte uns fast die alte Post gekostet. Oh mein Gott. Oh mir dir. Oh. Hast du gehört, was wir gesagt haben? Meine Bianca schwanger? Ma porca miseria! Wie ist das möglich? Okay, reg dich nicht auf, okay? Die beiden sind kein Paar. Außerdem, vielleicht ist es auch alles bloß falscher Alarm. Wo ist deine Schwester? Ich muss mit ihr reden. Nein, warte, Papa. Hey, sonst weiß doch Bianca direkt, dass wir Bescheid wissen. Ah! Zu spät. Auf euch kann man sich wirklich verlassen, danke. Hast du nichts zu sagen? Ist das wahr? Vielleicht. Ja, aber wie ist das möglich? Wie? Ma porca miseria, dieser Julian ist doch weg! Wir haben uns doch einmal getroffen, okay? Ein einziges Mal! Aber du bist ja nicht sicher. Nein, bin ich nicht. Aber was, wenn ich ein Kind bekommen sollte? Was ist dann? Naja, das Kind ist ja von dir. Also ist es ein Marino. Und wir werden es auch lieben. Und
Wir werden dich als Familie auch dabei unterstützen. Ja, wir helfen dir natürlich und gemeinsam kriegen wir das hin. Logisch. Bloß das mit dem Windeln wechseln, da bin ich raus. Wirklich lieb von euch. Natürlich hatte ich Bammel davor, was passiert, wenn Basti Marie wieder sieht. Und? Wie hat er es weggesteckt? Ganz gut, glaube ich. Einmal hat jedenfalls gereicht. So, Glück gehabt. Die Vollhabe sind wieder abgereist. Wir haben also wieder ein Zimmer frei. Du kannst ab 15 Uhr einziehen. Danke, aber ich habe das mit Isa geklärt. Wir teilen uns die Ferienwohnung. Jedenfalls bis auf Weiteres. Eine WG mit Isa Kreuz? Und dafür verschmähst du mein wunderschönes Sofa? Und ein Hotelzimmer? Also ich hätte auch noch eine Ferienwohnung ohne Küche zu bieten. Wir haben uns gestern Abend ziemlich gut unterhalten. Ah, unterhalten also? Ja, unterhalten. Ich glaube, es ist ihr lieber, wenn sie im Moment nicht allein ist. Kann ich verstehen. Ich meine, Isa ist ja auch nicht hässlich. Ich würde sogar sagen, sie ist unfassbar heiß. Ja, hast du denn so nichts dabei? Ich meine, Lukas ist Single, oder nicht? Sorry, war nicht so gemeint. Schon gut. Aber Lukas, hast du denn seit deine Frau... Ich meine, hast du nie... Du weißt schon, du bist kein Mönch, oder? Mann, Emilio. Wenn du wissen willst, ob ich Sex hatte, seitdem meine Frau gestorben ist, frag einfach. Hast du? Das geht dich in Scheiße. Aber fürs Protokoll. Isa und ich haben getrennte Schlafzimmer und wir schließen die Klotür ab. Ja, das hat unsere Drahtschante aus Wiesenkirchen jetzt auch verstanden, ne? Yes. 701 Max 701 hier. Was gibt's? Notruffänger Höhle, zwei Kletterer, männlich. Einer verunglückt, Status unklar. Koordinaten sind raus, Ende. Alles klar, verstanden, sind unterwegs, Ende. Fahrt ihr doch schon mal zur Wengerhöhle vor. Ich komme mit dem Rest der Gipfel danach. Okay, ich fahr. Zurück vielleicht. An die Ammo. Na, Isa, denk da nix. Du kennst doch deinen Papa. Bisschen Nervennahrung. Du bist ja ein Schatz. Hast du für mich extra wieder einen Apfelkuchen gebacken? Den hast du ja früher schon immer so gern mögen. Ich weiß nicht, warum der Papa sich so querstellt. Anstatt dass er froh ist, dass du wieder da bist und ihm Arbeit abnimmst. Meistens nicht. Für die ist er immer nur der Fabi, gell? Aber pst. Ich weiß nur genau, wie du ihm immer hinterher dackelt bist früher, wie so eine kleine Ente. Dein Bruder war alles für die. Und was sagst du ihm jetzt, wenn er fragt, wie es hier läuft? Keine Ahnung. Hi, Fabi, na, wie geht's dir? Hey, ja, so langsam wird's, ne? Also in 2 Tagen fange ich mit der Reha an, da bin ich mal sehr gespannt. Aber es klingt ja super. Ja, ja. Schauen wir mal, wie läuft's bei dir? In der Praxis, ich meine, du bist gerade da, ne? Alles bestens. Okay. Keine Probleme mit Papa? Du, der scheint sich in den letzten 20 Jahren nicht gerade verändert zu haben. Aber soll nicht deine Sorge sein. Konzentrier du dich lieber auf deine Reha. Okay, mache ich. Aber falls es Probleme geben sollte, dann meldest du dich, ja? Bitte. Ach ja, und ich soll dich von Sarah grüßen. Sie freut sich total darauf, dich endlich kennenzulernen. Liebe Grüße zurück. Schöne Grüße von uns alle nach Dänemark. Wir vermissen dich auch, Evi. Ich muss jetzt Schluss machen. Ciao. Herr Rohler, sagen Sie am Hund, die Fernbedienung gehört dem Herrchen. Und wir sehen uns in 2 Tagen oder 3. Okay? Danke. Wiederschauen. Frau Hinterwimmer, mein Handdesinfektionsmittel ist fast leer. Kümmere mich nachher drum. Schön. Ach, ausgeschlafen. Ja, es ist heute Morgen ein bisschen später geworden. Hm. Ach, da schau her. Ist sie doch noch gekommen? Ja. Sie steht direkt neben dir und ist eigentlich nur hier, um dir die Arbeit abzunehmen. Warum genießt sie nicht einfach ihren Urlaub? Dann kann sie morgens ausschlafen und muss sich hier in der Praxis nicht langweilen. Ja. Warum fährt sie nicht zurück nach München, damit ich Fabian aushelfen kann? Moment. Weil ich Alexandra hier haben will und dich nicht. Und wir gehen jetzt wieder an unsere Arbeit. Der Tag kann nur besser werden. Hey, du bist Isa, oder? Sorry, meine Mom hat mir erzählt, dass du da bist. Das ist so cool. Ich wollte schon immer mal eine Tante haben. Und ich eine Nichte. Komm her. Du bist Leo. Ja.
du siehst wirklich aus wie meine Mutter. Oder? Also natürlich, als sie jung war. Inside my brain to see if you'd run.